Und dann gehen wir hier wieder raus. Das macht absolut keinen Sinn. Nochmal zur Info, warte mal, das kann ich ja nochmal gucken, ob ich es zeigen kann, weil ansonsten bin ich für heute schon so ziemlich fertig. Man kann hier drin angeblich die Ausrüstung für den Zwiebelritter farmen. Also, dass hier anscheinend auch noch Monster rumlaufen sollen, die eine geringe Chance haben, das Equip für den Zwiebelritter zu droppen. Ah, grüner Drache anscheinend, okay. Und die sollen ebenfalls den stärksten Zufallsmonstern im ganzen Spiel zählen. Also gucken wir mal, was die jetzt drauf haben und lassen uns wahrscheinlich vollkommen verprügeln. Ah, das wird schön. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich habe einen Blackout. Oh Gott. Ja, keine Ahnung. Ich tippe mal, da auch Nahkampfangriffe drauf. Von daher, hier, nimm mal einen Protest und hier... Noch ein Protest auf Ref, ja, mal gucken, wie viele Runden der braucht, um mich zu töten. Na, wenigstens mach ich noch Schaden, das hatte ich nicht verlernt. Alter Falter, und dieser blöde Eisengigant war auch schneller als ich in jeder Runde. Ah, 1100? Ohne Protest vielleicht? Ah, und der verwirrt beim Angriff. Scheiße. Fuck you, Boss. Fuck you. Ach, na gut. Ich versuche mal den zu besiegen und dann machen wir Schluss für heute. Das hat ja schon gereicht fürs Erste. Ist es ein bisschen blöd, mein anderer Heiler ist verwirrt. Dann machen wir es anders. Ark, versuch mal Ingos aus der Verwirrtheit rauszukloppen. Und Revia, du kannst mal eine High Potion auf Ark schmeißen. Ich würde gerne einmal wenigstens sehen, dass... Oh, perfekt, er wurde selbst wieder rausgeholt. Das heißt, mein Angriff mit Ark ist komplett verschwendet. Super. Ich möchte euch wenigstens einmal kurz zeigen, wie viel Schaden eigentlich... Oh, ich habe vergessen, mit Ark einen Stab anzulegen. Verdammt. Wie viel Schaden Ingos mit seinen zwei Nahkampfwaffen macht im Vergleich zu Lunev. Das wäre relativ cool. Protest auf Refia. Refia haut nochmal eine High Potion raus, diesmal auf Ingos. Und dann können wir, glaube ich, zum Angriff übergehen. Und hast? Na, verdammt. Ah ne, warte mal, wir können den ersten Heal-Zauber hier mit ihr wirken. Wir gehen mal zurück. Du kannst Terrain machen und Ingos heilt sich selber, allerdings mit Saugen. Praktisch. Mal sehen, wie viel Schaden Saugen macht, wenn man keinen... Oh, Malstrom. Instant Kill? Nee, oder? Nee, ich wollte gerade sagen, das wäre zu einfach. 1000 ist... 1000 ist nicht wenig. Verdammt. Aber wenigstens ist Ark immun gegen Zustandsveränderungen. Der hatte die Schleife an. Ja, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. So. Zeit für einen größeren Heilzauber auf die Gruppe. Refia geht natürlich wieder zum Angriff über. Und ja, jetzt machen wir mal einen Angriff mit Ingos. Also Lunev hat gerade eben so 7000er Schläge rausgehauen. So wie gerade jetzt auf Ingos. Scheibenkleister. Warum musste ich gerade jetzt dem viel begegnen, was sich verwirren kann? Das Spiel will nicht, dass ich gewinne, Leute. Das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Ich glaube, ich kann jetzt fliehen. Ich habe keine Chance mehr, das hier zu überleben. Na, ich versuch's mal. Komm. Ich versuche mal, Ingos aufzuheben. Und ich hoffe mal, dass der gute Lunev nicht den nächsten Tod prügelt. Warte, ich kann ja versuchen, den mit Refia rauszuholen. Auch wenn Refia jetzt eigentlich... Ja, Ark ist tot. Oh, doch nicht. Ah, Protest. Okay, Protest hat geholfen. Dafür hat Lunev jetzt gut eingesteckt. Und der Typ kam noch eiskalt. Oh mein Gott. Ja, ich kann verstehen, warum dieses Biest auch noch zu den stärkeren Viechern im Spiel zählt. Heftig, heftig. Und ich frage mich auch, wie viel Schaden das, also wie viel Leben das Ding eigentlich hat. Das ist eine gute Frage. Ach, nicht abwehren. Ich wollte eigentlich... Ich habe den Cursor während meiner Trainingsphase mit den Leuten. Ich habe mit ein paar mehr Charakteren trainiert, nicht nur mit Ingos. Ich musste Refia auch noch auf Max-Level bringen, so ein ganz bisschen. Haben noch so zwei, drei Level gefehlt oder sowas. Aber deswegen ist der Cursor jetzt gerade auf Merken und das bin ich nicht gewohnt. Soll ich nochmal Protest raushauen?
Nein, ich will, dass Ingus einmal angreift zum Teufel. Zeig uns die Macht deiner zwei Schwerter. Und du, hör auf, Malstrom zu casten, rief er. Ich wette, das Vieh ist immun gegen Instant Kill. Meine Güte, hier drin ist es. Hier drin ist es Anti-Eureka. Hier macht Geomant absolut keinen Sinn. Na los, einmal angreifen, Ingus, bitte! Bitte greif an, komm schon! Jawohl, also ihr seht, selbst ohne Zwiebelklinge hat Ingus jetzt bei schwächeren Gegnern mit weniger Verteidigung schon locker die 9999er-Marke geknackt. Also, da gebe ich das Meisterschafts-Item lieber Refia und bin sicher, dass bei stärkeren Gegnern Ingus nicht komplett alle abhängen wird. So, wo waren wir? Ach ja, ich wollte nicht unbedingt verdroschen werden. Was machen wir denn da? Ich kann auch mal Vigra wirken. Ich wünschte mir wirklich gerade, ich hätte Refia ein bisschen auf Beschwörer trainiert, weil hier drin sind die Terrainangriffe wahrscheinlich komplett nutzlos. Wer hätte es gedacht? Na gut. Dann, was mache ich dann noch? Ich würde sagen, nochmal einen Schutzzauber auf Ingus. Quatsch, auch auf Lunev. Wo habe ich es denn nochmal? War Rang 3, ne? Wo ist denn jetzt? Ach, Brot ist hier Rang 5 sogar. Fast vergessen, so. Weil Lunev hat auch ein bisschen weniger Lebenspunkte. Dankeschön. Mache mir meine ganze Strategie kaputt. Ich meine, deswegen spiele ich ja nicht, oder? So. Ja, Leute, ich glaube, das hier bringt nicht viel. Also, ich hau gleich ab. Eispfeiler, wow. Refia greift mal an. Und macht sogar Schaden. Das ist ja schön. Nee, komm, wir flüchten. Nichts gegen eine gute Herausforderung, aber da diese Biester auch nur eine geringe Prozentchance haben, überhaupt die Zwiebelrüstung fallen zu lassen und ich nicht vorhatte, überhaupt diese Zwiebelrüstung an Ingus zu geben, und tschüss, wahrscheinlich bin ich jetzt eh Game Over, macht's keinen Sinn, hier jetzt groß weiterzuspielen. Ach, Glück gehabt. Knapp, aber Glück gehabt. So, raus hier. Und mein Gott, was für ein Dungeon. Er ist zwar winzig klein, vielleicht ein bisschen zu klein sogar, aber mein Gott, was für ein Dungeon. Heilige Scheiße. Ach, na gut. Dann heben wir mal kurz meine Leutchens auf. Wozu habe ich den Engelzauber? Sonst kann ich mich auch in meinem... Ach nee, verdammt, ich bin ja gerade auf der Nautilus, nicht auf der Invincible. Die muss ja gleich wiederholen gehen, wenn ich mich zum Kristallturm aufmache. Na gut, dann einmal komplett heilen und ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh mein Gott, Leute. Ich kriege das Grinsen gerade nicht mehr aus dem Gesicht raus, ganz ehrlich. Na gut, beenden wir, was ich gerade eben noch angefangen habe zu erklären. Damit alle Bescheid wissen, auf welchem Stand wir uns jetzt befinden. Ingus, Zwiebelritter, Stufe 99 im Beruf, ist also noch nicht übermächtig. Ich habe Lunev auf Level 43 als Ninja trainiert, damit er zu Ark aufschließen konnte. Ark hatte, glaube ich, vorher schon 41 und Lunev war irgendwo auf 20, 23 oder sowas. Den wollte ich einfach ein bisschen aufholen lassen. Und, nö, ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich werde jetzt noch kurz den Cursor umstellen auf Standard, damit das wieder okay ist und Ark mit Waffen ausrüsten. Das ist die einfachste Möglichkeit, seine Charaktere zu trainieren, finde ich. Ihr müsst einfach stellt einen Charakter in die hintere Reihe, nehmt ihm die Waffen außer Hand, sucht euch ein paar Monster, die mit der Schadenszeit, die er dann raushaut, wahrscheinlich so 200, 300 Schaden, immer noch schnell genug umfallen, also vielleicht so 4 Angriffe aushalten und dann geht in die Wildnis und haut einfach im Nahkampf drauf. Ich habe mit Ark die ganze Zeit nur Monster weggekloppt aus der hinteren Reihe raus. Dadurch, dass seine Ausrüstung so gut ist, hat er in der Regel nie Schaden kassiert. Müsst nur aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen in irgendwelche Viecher reinrennt, die euch mit Statusveränderungen belegen, weil da hatte ich einmal, dass Ark als letzter am Stehen war, er keine Schleife ausgerüstet hatte und er gegen einen so einen Dunkelpudding angetreten ist, der natürlich alles drauf hatte, mit einem Angriff so vergiften, blind, stumm, ich glaube teilweise Versteinerung, also so eine Art Morboy-Monster. Und wenn ihr da nicht gegen gewappnet seid, dann habt ihr ganz, ganz üble Karten auf einmal. Das hat mich fast mein ganzes Training gekostet, weil ich einmal nicht gesaved habe. Gut. Leute, ihr habt gesehen, dieser Dungeon da, das ist garantiert nichts für mich, nicht in diesem LP.
Von daher werde ich jetzt zur Invincible zurückkehren, mit der Invincible zum Kristallturm zurückkehren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 3. Vielleicht die letzte Aufnahme für dieses Let's Play. Mal sehen. Bis dahin. Tschüss. Mm-hmm.